Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von EO4 Europa in Universalis. Wir nennen sie es, wie sie es wollen. Und ja, zu einer weiteren Folge, genau. Und wir versuchen heute, wir haben schon noch viel Geld, um das Geld zu verpulvern in einem Krieg gegen einen kleinen Staat, Trent, drei Bünde, Chili. Wer weiß das schon? Wir suchen allerdings noch nach ein paar Verbündeten. Da gehen wir auf Militär und suchen Armeen. Wie wäre es denn mit Landshut? Da haben wir es schon. Ja, wäre möglich. Oder was mit München? Auch möglich. Gibt es denn hier noch Escape? Noch. Augsburg haben wir schon als Verbündete, wenn ich mich recht entsinne. Oder. Nee, haben wir nicht. Da nehmen wir, denke ich, noch einmal München und Landshut. Wir fragen einfach mal an. Bündnisanbieter nehmen wir sofort an. Jetzt gedacht und auch München. Ja, einige Tage warten, so Bündnis anbieten, bestätigen. Dann werden wir auch noch mal eine Dynastieaktion. Ja, können wir jetzt erstmal nicht. Mit Landshut haben wir schon eine Dynastie, gut. Und 7. Februar, na gut, das sollte bald bei München kommt, akzeptieren jetzt von denen. Dann haben wir das auch schon geklärt. Und was passiert, wenn wir jetzt Trent angreifen? Krieg erklären. Wir haben Münster, wir können Ungarn, Mailand, Florenz, Landshut mit dazu rufen, also das wäre schon einiges. Wir haben keinen Kriegsgrund, das ist klar. Minus 43, was ist hier? Krieg erklären. 48. Die haben halt noch Bosnien und Böhmen als Verbündete, das wird dann nochmal richtig blöde. Dann können wir ein bisschen mehr Geld, vor allem Geld, abgreifen. Wir sollten aber auch gucken, wie hoch, ob wir Kriegsmüdigkeit und Stabilität vor allem genau die Stabilität nochmal warten, bis wir um die Stabilität und nochmal um 1 erhöhen können. Da und dann werden wir auch langsam das Militär hochschrauben. Und dann denke ich, wird es am Ende Venedig, Venedig. Kroatien hat zu kämpfen. So. Ich brauche noch 100 von dieser administrativen Macht. Haben wir bis jetzt nur 50. Und man braucht insgesamt 150. Ich sag dann Bescheid, wenn der Krieg ausbricht. Jetzt haben wir uns noch die hinterhältigen Chilianer, sagt man das, beleidigt. Ich schaue nochmal nach. Oh, ich mache. So. Annehmende Macht der Stadt des Adels. Ja, gut. Aha. Erhöhen. Uns fehlen noch 50. Naja, gut, 55. Dann warten wir nochmal. Bis gleich. Anderer. Wir könnten allerdings auch die Überlegenheit demonstrieren. Ja, ich weiß, dass wir keinen Flotten- und Armeeunterhalt von. Kriegsziel, Überlegenheit demonstrieren, Überlegenheit zu zeigen, was für den Kriegsstand durch Siege in Schlachten einen Krieg dann führt. Ja, wir machen es jetzt auch mit genau dem Kriegsgrund, Überlegenheit demonstrieren.
Mein Bedenken ist halt, vielleicht kann man das dann nicht zu einem, ne, sich einverleiben oder zu einem Juniorpartner machen. Ja, egal. Wirtschaft, Flotten kann unten bleiben, Armee kommt hoch. Genau, Kriegssteuer ist aktiviert. Dann werden auch dann Militär die Festungen hochgefahren. Haben immer noch ein Plus von 4,4. So, jetzt warten wir erstmal, bis die Armeen oben sind. Und dann schauen wir nach, was sich noch am meisten und gegen wen jetzt Krieg zu führen. Ich mach's jetzt mal so. Chili, Grafschaft, Krieg erklären. Die sind verbündet mit Bosnien und Böhmen. Wir haben Ungarn, Mailand, den Kirchenstaat, Florenz und Landshut als Verbündete. Ja, die Münchner kriegen wir nicht dazu. Dann können wir auch das auswählen. Bestätigen wir das. Und dann sind wir im Krieg mit Chili. Genau, die treten alle bei. Viel wichtiger ist natürlich, dass wir Böhmen ausschalten. So. Ja, warte mal. So, jetzt machen wir das nochmal, dass die Flotten runtergefahren werden. Wobei das macht er. Oder Bosnien ist, hat auch keinen, genau. Bosnien hat keinen mehr. Wirtschaft, Flotten runter. Nur die Armee ist oben. Die 9K können ja mal nach Brünn, nach zu Böhmen. Und ihr wartet mal, wo bewegen sie? Zagreb. Gut, wenn sie sich rausbewegen, können wir auch rein, ne? So, erstmal jetzt. Aha, jetzt macht doch Pause. So, hier kommen 14 Böhmer. Gut, wir warten, müssen natürlich jetzt warten, bis die ganzen aus Italien ankommen. Bis dahin müssen wir die Stellung halten. Auch Ungarn macht hier schon. Kroatien natürlich auch mit Ungarn als Juniorpartner. Vielleicht können wir die 3K hier da noch abfangen. Nee, leider nicht. Okay, aber wir sollten jetzt irgendwann mal hier reinmarschieren. In Chile. Okay, das ist jetzt passiert. Wir sind in der Hauptstadt. Ihr hier besetzt schön weiter. Genau. Die Provinz haben wir jetzt. Ah, jetzt kommt es ja leider zum Kampf. Wir gehen mal nach Wien. Aber da wird es wahrscheinlich dann auch zum Kampf kommen. Nee, wir kommen vorher raus. Ah, gut, die haben es jetzt da schwer. Wir müssen halt warten, bis genau die Mailänder kommen. Oder gegebenenfalls selbst nochmal Truppen nachbeordern. Ja, gut, das haben wir jetzt verloren. Das war abzusehen. Wir hätten vielleicht nicht ab sofort in Böhmen einmarschieren sollen. Aber das ist jetzt erstmal eine Sache. Wir haben Chili fast gleich schon. Auch Bosnien scheint sehr schlecht zu ergehen. Da können wir nochmal ordentlich Geld mit rausnehmen. Da kommen nochmal die Florenzer. Also dann geht es den Böhmern an den Kragen. Also wir sehen schon, hier sind dann schon noch einige unterwegs. Gut, es geht jetzt auch gerade ein bisschen Landshut an den Kragen. Aber wir haben gleich Chili. Und auch wir können auch jetzt mal mit Bosnien gucken, wenn sie gleich voll und ganz besetzt sind, dass sie sich da aus dem Krieg rausziehen. Die haben da bis jetzt am meisten Leid zu tragen. Ich versuche das jetzt alles möglichst schnell von der Bühne zu kriegen. Gleich ist Chili dran, fertig. Auch Orvio ist ja mit uns zusammen durch den Juniorpartner mit Florenz. Also wir haben da jetzt schon eine sehr starke Koalition, wie wir uns gemerkt haben. Ja gut, das haben wir jetzt im Breisgau haben wir verschissen. Aber genau. Sobald wir halt in Böhmen sind,
Genau, Chile ist besetzt. Voll und ganz. Wir warten noch bis ein Friedensangebot bis Bosnien besetzt ist. Die 7K, wo könnt ihr denn mal hin? Wo wollt ihr hin? Ob an der Enns? Das hier, ja, schließen wir uns. Gehen wir nochmal nach Brünn. Wir haben ja hier ja noch ein paar. Oder wo haben wir sie denn? Ein paar Österreicher, die hier geflohen sind. Vor den Böhmern. Hä? Wo sind die denn hin? Und sind die mit irgendwo. Hat Böhmen auch noch gleichzeitig Kloppe mit Ingolstadt oder was? Weil Ingolstadt haben wir doch nicht. Moment mal. Diplomatie. Krieg mit Österreich, Ungarn, Mailand, Kirchenstadt, auch mit Ingolstadt. Gut, das wusste ich gar nicht. Ja, dann noch, ja, gut. Sind die Bosnien hier in Bosnien bald fertig? Minus 14, ja, aber sieht gut aus. Ja, wir sollten jetzt mal, ja, besetzen wir wieder ein bisschen Brünn. Können wir dann noch ein bisschen was abgreifen. Also, das sieht schon sehr gut aus im Moment, auch wenn es ein bisschen schleppend. Unsere Staatsehe mit Landshut ist vorbei. Dann versuchen wir doch gleich mal eine neue zu arrangieren. Das klappt. Großartig. So, Brünn ist gleich fertig. Mit Besetzung, genau. Und auch hier wird es hoffentlich bald zu Ende sein. Staatsehe mit Mailand ist vorbei. Dann werden wir das auch nochmal neu arrangieren, bestätigen. Großartig. Damit die jetzt in diesen Zeiten uns nicht irgendwie in den Rücken fallen. Weil Mailand ist schon ein fester Bestandteil dieser Koalition. Hier sieht es auch gut aus. Die Ungarn haben Bosnien im Alleingang ja mehr oder weniger überrannt. So, jetzt geht's Neuberg oder wie heißen sie? Neuhaus an den Kragen. Also, das haben wir jetzt auch schon fast die Provinz. Hier, wir können ja mal gucken. Ja, perfekt. Die Mauern sind kurz vor dem Einfall. Wir erobern jetzt hier uns Stück für Stück durch. Wenn auch noch Bosnien aus dem Krieg raus ist, dann sieht es eigentlich sehr gut für uns aus. Und auch Böhmen scheint langsam aber sicher eingenommen zu sein. Auch die ja, Verbündeten bzw. Juniorpartner oder Vasallen von Böhmen müssen langsam erkennen. So, genau hier sind wir weiter durchgekommen. Das ist eine Armee von Böhmen, die fliehen jetzt aus Pilsen. Pilsen ist ja auch schon eine Provinz, die ja sehr wichtig ist. Wie sieht es hier aus? 35. Das sieht auch immer besser aus hier. So, wir sind jetzt in Pilsen angekommen. Schlechtes Eisen, ja, fuck. Ja gut, aber jetzt so auf diesen Krieg sollte es jetzt nicht weniger Auswirkungen haben. So genau. Bosnien ist total besetzt. Friede verhandeln. Ihr, ich will vor allen Dingen Geld. Und den Einfluss, Handelseinfluss übertragen. Provinz abtrennen. Bosnien wird Teil von Ungarn. Sollen wir es den Ungarn schenken mal? Nation entlassen, Herzegowina. Das könnten wir machen, dann könnten das da weiter aufgespaltet. Naja, natürlich mit Chile und mit Serbien. Verträge, Handelseinfluss übertragen. So, also Provinz abtrennen. Macht ihr mal Porol und Nation. Dann so und. Ach man. Dann Verträge auflösen mit Serbien weg. Ja, dann auch mit Chili. Die nochmal nach Handelseinfluss übertragen. So.
So, und dann kann man jetzt hier in Serbien noch. Genau. Dann ist Herzegowina und Bosnien sehr geschwächt, da sie jetzt zwei verschiedene Nationen sind und somit, wie gesagt, naja, wie gesagt, zwei Nationen, die sich auch gegebenenfalls halt nicht ganz im Zoff, nicht ganz immer einig sind. So, jetzt haben wir auch, können wir auch die Ungarn mit nach Böhmen ziehen. Es gibt also die böhmischen, ja gut, jetzt kriegen hier die böhmischen Soldaten eins auf die Fresse, die Peruvianer eins auf die Fresse, aber wir sollten jetzt gewinnen. Natürlich kam jetzt ein bisschen runter der Kriegsstand aus dem einfachsten Grund, dass ja jetzt Bosnien nicht mehr im Krieg ist und wir nicht mehr so viele besetzt haben. Und dann gehen wir jetzt nach Prag. Ja. So. Also Prag wird jetzt besetzt, damit wir auch die. Ja, wir können ja die Provinzen drumherum besetzen. Wir könnten jetzt aber in Prag schon noch ein bisschen mehr Hilfe gebrauchen. Wir machen jetzt mal einfach Söldner ausheben. Nur für. Prag halt 119. Eine große Kompanie mit 16 Soldaten, ja einmal in Pilsen bitte. Und dann wieder auf die politische Karte. Hallo, habe ich die jetzt? Genau da. Und die unterstützen uns in Prag. Und dann lösen wir die Söldnerkompanie wieder aus. Und wir unterstützen das Haus Lancaster im Rosenkrieg. Ja, Spionageabwehr ist halt immer so das Ding. Die braucht man nicht wirklich. So, Prag versuchen wir jetzt auch. Aber na, das Geld wird knapp. Das Geld wird knapp. Ja, dann können wir den Diplomat abberufen. Nein, dann nehmen wir das Reformbegehren erhält bei Papst Einfluss. Aber sobald wir Prag haben, sollte auch Böhmen langsam aufgeben müssen. Ja, wir sehen uns wieder, wenn irgendwas passiert. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Wir können allerdings paar. Der von der großen Kompanie. Dann nehmen wir die große Kompanie und ziehen sie hier hin. Aber warum kann ich. Ihr könnt nicht auf den nebenfeindlichen Terror. Ja, dann zieht ihr sie, wir sie hier hin und lösen sie dort auf. Jetzt können wir sie auflösen. Oder ja. Perfekt. Es läuft auch ohne die schon gut. Minus 14. Hier sind nochmal böhmische Brabant. Warum kriegt Brabant und wir nicht? Irgendwie so. Gut, darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Natürlich wird uns Brandenburg nicht wählen. Natürlich wird uns Böhmen nicht wählen. Wir werden natürlich nicht alle wählen. Das ist jetzt klar, wenn wir einen Krieg mit Böhmen anfangen, darauf habe ich bestimmt gar nicht Achtung. Beschenkung, Söldnerkompanie aufgelöst, ja. So, jetzt sind wir gleich durchgebrochen in Prag. Anschließend wir mit Böhmen Frieden, wo wir vor allem nochmal Geld abcashen und auch sie militärisch schwächen werden. Österreich hält die Wiedererrichtung der Union Kriegs- und gegenüber Mailand. Nee. Wir haben keine Sorgen. Wir stellen uns gut mit den Mailändern. Die haben uns sehr geholfen. Nee. Mailand wird gerade besetzt
von 10.000. Gut, dafür hätten wir jetzt nochmal die Kompanie nehmen können. Aber ich denke, nee, das wäre unnötig. Eigentlich ist das den Krieg auch in die Länge, dann ziehen wir hier nochmal Söldner anwerben. Nehmen wir die und die sollen dann gehen. Haben nur einen Einsatz. Ich hoffe, der geht dann schnell. Wenn nicht, dann wird die ganz schnell wieder aufgelöst. So, diese ziehen jetzt dahin. Und dann sollten ja noch mal ein paar kommen. Jetzt vielleicht warten wir, bis die Moral größer ist. Ah, das werden sie verkacken. Wartet mal hier, bis die Moral gestärkt ist bei euch. So, Prag ist besetzt. Böhmen ist, nee, hier wird noch gekämpft. Und besetzt durch Ungarn. Ja, eigentlich gut, gut, gut. So, wir warten jetzt noch mal hier. Okay, warum haben sie denn das gemacht? Gehen wir dann hier rein. Data fliehen, 1,7k. So, mal schauen. Ja, das werden wir verlieren, Mist. Mist, Mist, Mist. Venedig, Venedig, ja. Ach komm, löst euch auf, ihr Nixkönner. Zack, aufgelöst. Und dann, ja, wir haben gleich ganz. Oder ist hier noch jemand? Golgau ist gleich alles besetzt. Nein. Wir warten, bis 100% ist. Kann ich nicht euch hier jetzt alle nehmen und dann geht ihr nach Böhmen? Hier, also hier hin. Ah, jetzt kommen die Mailänder. Gut. Wo wollt ihr denn hin? Wo ist diese eine böhmische Armee? Okay, hier wurde Böhmen anscheinend besiegt. Da haben sich die Mailänder selbst befreit. Also, die sind auch sowas fähig. Sehr schön. Dieser Savoyner, sind die jetzt auch mit dem Krieg, oder? Nee. Ja, wir müssen warten jetzt einfach ganz schlicht, bis hier da ganz Böhmen. So, 100% genau. Jetzt machen wir erstmal mit Böhmen einen Friedensvertrag. Frieden verhandeln. Wir spalten nichts ab. Außer das. Naja, wir schauen mal. Was dann Vasallen aufkündigen, das werden wir auf alle Fälle tun. Aber auch das hier wäre auch einiges. Nee, das kostet so viel Diplomatverträge aufkündigen. Vor allem mit Brandenburg bitte, mit Augsburg bitte. Mit der Provence muss auch eigentlich nicht wirklich. Verträge, Handelseinfluss übertragen, das wird bestimmt und dann Golgau als Vasall aufkündigen. Und dann Kohle, 120 Forderungen senden. Nehmen Sie an, wohl an, wohl an. Hier, Golgau wird ein freier Staat. Wunderbar. Wir haben wieder ordentlich, auch nochmal ordentlich Kohle bekommen und jetzt wenden wir uns an Chili. Ja, gut, wir müssen einen Tag abwarten. So, jetzt. Wir können uns natürlich einverleiben. 12. Eigentlich wäre es immer, das ist immer so Kernprovinz. Auch. Ja, eben. Ihr ruft mal das da. Mit Böhmen kündigt ihr den Vertrag auf Handelseinfluss übertragen. Könnt ihr nicht Vasall werden von uns? Nee, oder? Verträge. Das geht. Stimmt. Verträge aufkündigen mit Böhmen weg, dann wird ihr österreichischer Vasall.
Ja, Renaissance. England hat nun drei Kardinäle. Eieiei. Geld. Hoffentlich macht das die. Ja, 20, die nehmen wir gerne mit. So, ja, so. Forderungen senden. Wohlan. Also, war doch ganz erfolgreich. Die Provino will durch uns. Ja, komm. Habt ja im Krieg Seite an Seite mit uns gekämpft, auch Florenz. Und wir haben auch vor allem Böhmen militärisch geschwächt, indem wir auch. Also, wir haben vor allem den Bosnien militärisch geschwächt. Aber auch Böhmen wurde sehr geschwächt. Da hätten wir zwar noch etwas mehr raufgekommen, indem wir noch Opple befreit hätten, aber dann hätten wir auf ja, andere hier Handelseinfluss übertragen verzichten müssen. Und da kriegen wir jetzt noch extra Geld. Also scheiße, also Böhm hat schlimm, ja, mit Bosnien. Und genau, Bosnien und Herzegowina. Und da hoffen wir, dass wir irgendwann später hier auch unsere Fühler ausstrecken können. Na gut, das ist immer noch Kroatien. Mit Ungarn stellen wir uns gut. Und Kroatien, und dann können wir hier auch, ich hoffe mal, am Mittelmeer. Wie gesagt, dass wir uns in der Adria, rund um die Adria ein bisschen ausbreiten. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg jetzt mit diesem Krieg. Und wir haben eine mächtige, ja, Gölzerschlösser mit Böhmen. Ja, wir haben auf alle Fälle einen mächtigen Zusammenschluss mit Florenz, Mailand, Ungarn, Kroatien, Landshut, Ingolstadt. Dann kommen noch die Juniorpartner und Vasallen von Florenz dazu. Genau. Augsburg gehört ja, glaube ich, auch noch mit dazu. Die wollten jetzt halt nicht kämpfen. Aber das ist schon super. Und damit verabschiede ich mich noch mit einem letzten Akt. Als Zeichen des Friedens setze ich das hier mal zurück. Die Armee und Militär. Ich fahre die Festungen runter. Und dann haben wir jetzt ein Plus von 8,442. Also das ist schon gut. Und ich verabschiede mich mit einem Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Genau. Oh, hier wird gekämpft. Sitzt durch Torgurt. Gut. Interessiert es weniger genau. England, Frankreich, da haben sie den Zoff. Dann Rosenkrieg. Und genau, Thüringen hat als auch so ihre Probleme da. Also wir sehen, aber wir sehen noch die. Also es war schon kein kleiner Krieg. Und ich denke, es wird weiterhin vor allem zwischen Österreich und Böhmen was geben. Ein bisschen Streit geben, aber wir sind im Moment noch Böhmen weitaus überlegen, was die militärische und auch wirtschaftliche Macht ist. Genau, wie gesagt, Böhmen, mit wem ist Böhmen verbunden? Diplomatie, haben Verbünde mit Bosnien und Golsa, das sind jetzt nicht die allerbesten, während wir, wie gesagt, Bündnisse mit Ungarn, Mailand, Kirchenstaat, auch nicht zu vergessen, Landshut, München, Augsburg, Ingolstadt, Florenz, Mailand, Savoyen. Und die haben ja auch nochmal alle Juniorpartner, Kroatien gehört dazu, doch. Genau. Das wird schon was. Auch ist Mailand sowohl verbunden mit Genua, auch wenn irgendwie da jemand versucht in Norditalien. Die finden uns auch alle super. Und somit umgehen wir auch die Fährte in Norditalien und dem, genau, Römischen Reich. Und wir haben natürlich Venedig alle als mehr oder weniger gemeinsamen Feind. Venedig. Und ich denke, wenn die da versuchen, irgendwie was zu erobern,
ist da unsere Koalition schon stärker als Venedig. Wir können ja mal gucken, was hat Venedig. Erstmal kommt eine Staatsehe reingeflattert aus Mailand. Akzeptieren, ja klar. Venedig, da haben wir schon. Oh! Ach nee, ich weiß auf Frottna. Wie komme ich zurück? Statistik. Hallo. Da. Armeen. Venedig. Also auch unsere Kur, also unsere, also wenn es Venedig nur gegen Venedig, Venedig nur gegen Österreich ist, haben wir auch ganz klare Vorteile, klar. Venedig gibt im Moment deutlich viel mehr aus für die fürs Militär, aber wir haben ein höheres Truppenlimit, wir haben eine höhere Rekrutenreserve. Genau, York, Haus York gewinnt den Rosenkrieg. Venedig, wir können ja nochmal die Verbündeten von Venedig abchecken. Verbündet mit Johannia und also Aragorn ist natürlich auch schon ein mächtiger Verbündeter. Das kann, ja. Wir können ja, also es wird halt schwer, also Österreich Aragon zu besetzen, um dadurch dieselbe Taktik zu machen, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Weil einfach durch den Weg. Allerdings wird es auch Aragon. Und da wir halt keine Seemacht sind, da sollten wir uns entweder nochmal eine Seemacht oder eine, ja, wie gesagt, eine, die hier, die nah bei Aragon ist, wenn wir es dann Ziel ist es, Venedig zu erobern. Dann uns nochmal anlachen. Genau, sollte ich vielleicht noch irgendwas sagen? Nö, glaube nicht. Glaube nicht, glaube nicht. Achso, doch. Die Taktik, die wir jetzt gemacht haben, also wie gesagt, den schwächsten Verbündeten, also von den Verbündeten. Also du erklärst einen Krieg oder du wirst angegriffen, suchst du dir die Verbündeten aus, holst ja dir den Schwächsten und von den Schwächsten zum Stärksten suchst du dir die halt alle aus und sortierst die halt quasi aus mit einem extra Friedensvertrag, der die Verbündeten sowohl militärisch schwächt, auch als finanziell, vor allem finanziell, kannst du extrem viel Kohle mitmachen. Und ja. Und die kannst du dann auch alle gegebenenfalls zum Vasallen machen, dann unterstützen dich. Also so kann man schon auch gegen Stärkere gut sein. So, Gran Canaria wurde entdeckt. Hier, ne? Wo ist denn Gran Canaria? Hä? Ist das nicht hier? Ja. Ah, gehört schon Kassieren. Ja, gehört ja von Anfang an Kassieren. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. So, jetzt sind wir wieder da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.